Hallo, ich bin Jan Niklas Stefan, ich bin 26 und ich bin Schauspieler. Ja, das ist jetzt mal so ein kleines Video über mich. Ja. Mache mir gerade einen Kaffee. Ist noch relativ früh. Wird laut. Ich wohne auch im Dorf seit über 20 Jahren, ein Stück außerhalb von Köln. Ist nicht wirklich viel los hier, aber es ist ganz schön, ist ruhig und fängt schon gut an, wa? Ich bin eher so einer von der schmalen Sorte. Von der sehr schmalen Sorte. Ich glaube, man traut mir auf den ersten Blick, dadurch, dass ich so ein schlaksiger, schmaler, großer Typ bin, wahrscheinlich nicht so viel zu. Das habe ich so über die Schauspielausbildung gemerkt, dass die Leute ziemlich überrascht darüber sind, dass in diesem großen, schlaksigen Typen, der ich bin, doch eine ganze Menge Kraft steckt. Mich hat das auch überrascht. Ich habe ein bisschen gebraucht, um rauszufinden, was ich machen will. Ich habe Mediendesign studiert, 2 Semester lang. Ich mein Abitur erst mit 20 gemacht. Fachabitur. Ziemlich lange gebraucht dafür. Das hat auch Spaß gemacht. So, ich hätte mir das nicht ausgesucht, wenn es keinen Spaß gemacht hätte, aber ich habe irgendwann festgestellt, es ist nicht das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen möchte. Und habe dann überlegt, was willst du machen? Habe mir ein Jahr Auszeit genommen, versucht rauszufinden, wo möchte ich hin? Schauspielerei war immer im Hinterkopf. Aber man traut sich ja dann doch nicht immer direkt alles. So, es ist ja auch irgendwie ein Risiko, was man da eingeht. Jedes Mal, bei jedem Job, glaube ich, bei jeder Entscheidung, die man trifft. Und habe dann aber gedacht, jetzt probierst du es einfach mal aus. Bin an die Schauspielschule, habe da vorgesprochen, ohne zu wissen, ob ich es kann oder nicht. Ich habe mir gedacht, die werden dir schon sagen, ob das funktioniert. So, ja, bin da angenommen worden. Und die Entscheidung bereue ich bis heute absolut nicht. Überhaupt nicht. Ich habe als Kind unglaublich gestottert. Das ging so weit, dass ich tatsächlich kein Wort rausbekommen habe, sondern Töne. So beschreibt meine Mutter das immer. Ich habe dann irgendwann Musiktherapie gemacht. Also meine Mutter hat mich dann zur Musiktherapie geschickt und damit hat sich das dann wieder gebessert. Ich glaube, das ist auch so ein, das war vielleicht ein Grund dafür, warum ich früher unglaublich Probleme damit hatte, Leute anzusprechen, Fragen zu stellen. Gehst in den Laden rein und fragst die Verkäuferin irgendwas. Das war mir unangenehm, peinlich. Und da seit dieser Ausbildung habe ich kein Problem mehr damit, auf Leute zuzugehen, neue Leute kennenzulernen, mich mit Leuten zu unterhalten, Fragen zu stellen. Egal wie dumm mir eine Frage erscheint. So. Keine Angst vor der Reaktion der Leute zu haben. Macht das Leben wesentlich einfacher. Ich habe mit 15, 16 angefangen, als Model zu arbeiten. Bin unter Vertrag genommen worden bei einer Agentur. So also neben der Schule natürlich. Ich bin zu der Zeit noch zur Schule gegangen. Bin morgens in den Zug gestiegen, nach Paris gefahren, habe da gearbeitet und bin abends wieder zurückgefahren. Am nächsten Tag bin ich in die Schule gegangen.
war ganz schön, es war immer wie so ein kleines Abenteuer irgendwie. Jedes Mal. Ja, und ich glaube, man muss sich da dann auch irgendwie so ein dickes Fell zulegen, weil man kommt dann in so ein Casting rein und die Leute gucken einen nicht mal an und man wird dann trotzdem beurteilt. Das gab es dann auch. Ein paar Monate im Ausland verbracht, in Japan, habe da gewohnt und gearbeitet dadurch. Ja, neues Land kennengelernt, neue Leute kennengelernt, neue Kultur kennengelernt, die. Das ist eine Zeit, an die ich sehr gerne noch zurückdenke, weil es also mit 16 von zu Hause weg, ne? Ohne Eltern und Geld verdienen und irgendwie viel Party gemacht da unten. Viel Party gemacht. Ich mag Rollen, die oder Charaktere, die denen man eine zweite Chance geben muss, irgendwie, um zu verstehen, was dahinter steckt. So eine Figur, die unglaublich aggressiv ist und kaputt ist und unglaublich unsympathisch vielleicht auch. Und dann merkt man aber irgendwann, warum das so ist. Warum ist die Figur so, dass da doch ganz viel Herz drin steckt und was Verletzliches, was Verletztes. Und das der Grund ist für die Art, wie er sich verhält. Wie sie sich verhält. Ich spiele gerade am Theater der Keller in Köln. Wir spielen Katzelmacher. Ich spiele den Erich. Und in unserer Inszenierung, ja, er ist halt der, der drauf geht und der, der draufhaut und sagt, ey, so geht's nicht. Wenn hier so ein Flüchtling auftaucht, dann der bringt hier alles durcheinander und das geht nicht. Und er ist frauenverachtend und ja, sieht in Frauen irgendwie nur den Sex. Aber wenn man das wegnimmt, dann merkt man, dass er das alles nur macht aus einer Unsicherheit heraus. Dass er sich eigentlich was ganz anderes wünscht. Er möchte Familie haben, er möchte heiraten, so dass. Oder so diese ganze Aggression und Gewalt. Diese Verletzlichkeit versteckt und das mag ich unglaublich gerne. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, wir sind ja alle so, oder? Verstecken so eine Verletzlichkeit mit irgendwas anderem. Und ich glaube, das rauszukitzeln ist immer wieder eine Überraschung und die harte Arbeit wert. Auf jeden Fall. Ich fahre kein Auto. Also ich habe keinen Führerschein, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich kein Auto fahre. Ich glaube nicht, dass ich zu dumm bin, um Auto zu fahren. Ich glaube, das würde ich schon hinbekommen. Ich habe Angst, Auto zu fahren. Ich finde das unglaublich unsicher. Ich bin 26, wohne auf dem Dorf und habe keinen Führerschein. Das ist auch super, ne? Scheiße. Ich fahre gerne Bahn. Ich mag Bahn fahren. Man sieht eine ganze Menge Leute in der Bahn. Ich komme mit der Bahn überall hin, wo ich hin muss. Habe so eine ganze Menge Schulen hinter mir. Von der Realschule auf die Hauptschule. Von der Hauptschule dann aufs Berufskolleg und habe da dann meinen Realschulabschluss nachgeholt. Dann mein Fachabitur gemacht, weil ich gemerkt habe, bringt doch mehr. Ja. Ich bin tätowiert. Oberarm, beide Unterarme. Ja, dann sag ich mal, danke fürs Zusehen. Gehen wir jetzt Gassi? Ja? Yeah? Nein? Okay. Ja. Wäre mir auch zu kalt draußen, ne?